Also ich hatte ja einige Balladen hintereinander gemacht und ich hatte dann Bock, im Februar endlich mal wieder auch einen Elektro-Track zu machen, also was Schnelleres und was Danceigeres. Und ich suchte dann nach den passenden Sounds für meinen Track und dabei verlief ich mich im Wald, könnte schon so sagen. Nein, natürlich nicht, nur ein kleiner Scherz. Ich blieb bei Forest Kingdom hängen, dann hatte ich bald meinen Track auch schon fertig. In dem Track hört man auch ein Instrument heraus. Und das ist so eine richtig schöne mittelalterliche Fiddlegeige. Also, mir so vorgestellt, man geht durch so einen mittelalterlichen Budenmarkt an Gauklern vorbei, Musikanten. Und das war eigentlich, wie ich dann auf die Idee kam, auch ein Video dazu zu machen. Und so fragte ich dann Laris Michael an, das ist einer unserer Freunde aus Berlin, ebenfalls Musiker, ob er Bock hätte, mir ein paar Szenen dazu zu drehen. Markus, stopp, wenn ich im Licht schalte. Stopp. Wollen wir nicht weg? Dem Zeitpunkt, als ich seine Szenen bekam, hatte ich überhaupt keinen Plan, was für eine Story im Video zu sehen sein sollte. Und ich hatte auch überlegt, einfach nur ein paar Bilder laufen zu lassen. Aber als ich die Szenen dann sah, entschied ich mich für die Geschichte. Ich, ne? Nicht in die Richtung, du nicht in die. Ja. Wir müssen so zusammen. Und so ging es dann zum Drehen nach Schloss Hamborn, zusammen mit Uli Predeck, einem weiteren Freund von uns aus Paderborn, und Anthony Waters. Gelacht hättest, eben gerade, dann wärst du super Szene. Nochmal. Okay. Aber da unten, oder? Problem, ja, das Problem ist, dass die dann ins Bild rein. Okay. Drei Könige im Wald, die vierte. Ja, genau, jetzt in die Kamera bitte gucken auch. Sehr gut, super, perfekt, genau. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, diese Schnibbelei dieses Videos war eine Heidenarbeit. Ich glaube, das war das aufwendigste Video, was ich bisher überhaupt gemacht habe. Aber es hat natürlich auch genauso viel Spaß gemacht. Ein winziges Detail fehlte mir noch, und zwar Tanzszenen fehlten. Ziemlich heiß war es an diesem Tag und ich zog los mit Kamera und Stativ. Ja, und ich hoffte, dass mich wirklich keiner sehen würde. Ich muss sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war auch total schön, mal mit mehreren zusammenzuwirken im Film. Und es war total schön, wie jeder so seine Idee auch mit eingebracht hat und einfach seinen Inspirationen freien Lauf lassen konnte.
ich überlege auch schon das nächste Projekt wieder, ist ja klar. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit How to Write a Fairy Tale. Huh.